Bei einer Reihe von deutschen Großbauprojekten kam es in den letzten Jahren zu erheblichen Terminplan- und Kostenüberschreitungen, wodurch sich die öffentliche Wahrnehmung und Akzeptanz solcher Projekte deutlich verschlechtert haben. Aus diesem Grund hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur die Reformkommission für den Bau von Großprojekten ins Leben gerufen. Im Juni 2015 hat dieses Expertengremium einen 10-Punkte-Aktionsplan veröffentlicht. Er empfiehlt unter anderem, digitale Methoden wie das Building Information Modeling, kurz BIM, vermehrt zu nutzen. In 4 Pilotprojekten wird das Potenzial der neuen digitalen Arbeitsmethoden in der Praxis getestet. Das größte dieser Pilotprojekte ist der Tunnel Rastatt. Hier zeigen sich die Vorzüge der Arbeit mit BIM bereits deutlich. Durch die Anwendung von BIM im Pilotprojekt Tunnel Rastatt konnten wir die Qualität der Planung bereits deutlich verbessern. Anhand der vorliegenden Modelle sind wir in der Lage, Bauabläufe und Kosten zu simulieren, um so Konflikten und Risiken in der Ausführungsphase vorzubeugen. Durch die Nutzung einer gemeinsamen Informations- und Datenplattform vernetzen wir zudem alle Projektbeteiligten und fördern die Kommunikation. Schon in der Planungsphase des Projekts werden mit BIM die einzelnen Fachplanungen in einem 3D-Modell erfasst. Eine frühe Überprüfung auf Konflikte hilft dabei, Mehrkosten in der Bauphase zu verhindern. So wird die Planungsqualität deutlich erhöht. Mithilfe hochauflösender Projektvisualisierungen bekommen Beteiligte und Betroffene frühzeitig ein realistisches Bild von der Planung. Diese Transparenz wirkt sich positiv auf die Akzeptanz aus. Der geometrischen 3D-Planung werden durch die Verknüpfung mit Kosten- und Terminplanwerten 2 weitere Dimensionen hinzugefügt. Mithilfe des entstehenden 5D-Modells können Bau- und Kostenverläufe vorab simuliert werden. In der Ausführungsphase werden die Leistungswerte der Baustelle in das 5D-Modell übernommen. So lassen sich Soll-Ist-Vergleiche vornehmen und Leistungs- und Kostenprognosen erstellen, sodass bei Abweichungen rechtzeitig gegengesteuert werden kann. Die konsequente Umsetzung von BIM in der Ausführungsphase gestattet uns ein zeitnahes Erfassen des Status quo der Baumaßnahme. Dabei erfolgt die Leistungsmeldung über mobile Endgeräte wie Tablets. Am Beispiel der Trogblöcke hinter mir würde das bedeuten, wir erfassen einen prozentualen Fertigstellungsgrad der Trogblöcke und melden dies dann über das Tablet an das System. Durch die Zusammenarbeit an einem zentralen Modell sind alle Projektbeteiligten miteinander vernetzt und die Kommunikation wird verbessert. Alle sind immer auf demselben Informationsstand. Das macht Entscheidungen transparent und fördert eine partnerschaftliche Projektabwicklung. Für eine stabile Projektabwicklung mit möglichst wenigen Überraschungen ist eine Vorausschau, der Blick in die Zukunft, wenn Sie so wollen, zwingend erforderlich. Mit BIM steht uns dafür ein neues, digitalisiertes Werkzeug zur Verfügung. Mit BIM lässt sich der gesamte Lebenszyklus der Anlage simulieren. Während der Ausführungsphase wird das Datenmodell mit der Baustellendokumentation zu einer digitalen Bauakte angereichert. Diese dient als Grundlage für die Bewirtschaftung der Anlage in der Betriebsphase. Unsere bisherigen Erfahrungen im BIM-Pilotprojekt Tunnel Rastatt sind durchweg positiv. Die DB Netz AG sieht in BIM einen hervorragenden Ansatz zur nachhaltigen Verbesserung des Projektgeschäfts. Aus den gewonnenen Erkenntnissen leiten wir derzeit Standards ab. Unser Ziel ist eine flächendeckende Implementierung von BIM über den kompletten Lebenszyklus unserer Eisenbahninfrastrukturanlagen.